Wenn wir die Einsätze im Frühjahr verlängern, und zwar nicht nur für 3 Monate, sondern wieder im üblichen Rhythmus für ein Jahr, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe, sie werde in einigen Wochen mit allen Fraktionen des Bundestags darüber sprechen. Die Partner Deutschlands verließen sich darauf, teils Ende Januar 2018 aus, über die künftige Ausgestaltung der Missionen und ihre eigentliche Verlängerung, in der Regel um ein Jahr, soll dann erst im Frühjahr entschieden werden. Noch ist ungewiss, ob bis dahin eine neue Regierung steht. Unter den 7 Einsätzen sind die wichtigsten und größten der Truppe, etwa die Missionen in Afghanistan und Mali, Quelle ntvde.